Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil in der letzten Folge. Ja, war wieder alles ein kleines bisschen furchtbar. Wir mussten wieder vieles neu machen, was ich nicht so nice finde. Jetzt habe ich wieder ein Farbband verwendet, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Und ja, alles ist furchtbar. Mehr kann ich dazu eigentlich gerade nicht sagen. Da ist eine Leiter, ja, geh da runter. So. Dann machen wir den ganzen Spaß jetzt nochmal. Ich frage mich immer noch, wie der eine Typ von oben, der die ganze Zeit krank war, plötzlich da unten gelandet ist. Also jetzt ernsthaft. Das Kräuterle lassen wir erstmal da. Wir müssen eh früher oder später wieder zurück. Das kennen wir schon. Ich muss einmal kurz die Pistole auswählen. Am besten kombinieren wir einmal das mit dem und wählen die aus. Nein, Miststück. Hör auf mich anzugreifen. Auf Wiedersehen. Nein, 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 nein. Ciao, ciao, ciao. Ja, leg meinetwegen alles ab, was du willst. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheiß hier mit dem Drama nochmal machen. Geil. Da ist das Mistvieh wieder. Eine Druckkammer. Emergency, emergency. Unknown force of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Allein wie sich das schon anhört, ne? So, jetzt hängt sich das wieder an, auf, weil der Öldruck abgefallen ist. Jetzt laufen wir wieder hier hin. Okay, wir müssen erst den Öldruck wiederherstellen, während das Vieh da hinten komplett ausrastet. Boah, nee, ich hasse die Viecher so sehr, ne? Reaching 50% of pressure threshold. So. So. Activate emergency drainage system immediately. Auf Wiedersehen. Dann sterbt jetzt mal, ihr Viecher. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Cool. Ich weiß nicht, will ich einmal oben schauen? Ich bin mir unsicher. Hier liegt auch noch einer davon. Tja, ich würde sagen, selbst schuld, ne? Kann der bitte einfach sterben? Das würde mir vieles einfacher machen. Ja, hier können wir, glaube ich, erstmal nichts machen.
Aber hier oben gibt es ja auch sonst irgendwie nichts zu entdecken. Von da kamen wir ja. Ach, es war einfach scheiße hier. Also ganz ehrlich. Ich meine, irgendwie kriegt man es zwar hin, aber es ist einfach nicht cool. Und auch was jetzt mit dem Vieh da unten ist. Ich meine, das habe ich immer noch nicht ganz begriffen. So. Nee, das lassen wir erstmal noch hier. Oder wie viel Platz haben wir? 2. Nee, wir lassen das erstmal hier. Besser ist das. So, hier geht's halt auch noch lang. Wir holen erstmal die Sachen von hier. Und von dort. Perfekt. Wählen die Schrotflinte aus. Und ich gehe jetzt einmal da rein. Magnum-Munition. Jetzt habe ich gerade... Hier sieht es aus wie auf der Müllkippe. Der Spruch ist nicht schlecht. Wo lande ich hier? Ah, okay, hier bin ich jetzt. Ich weiß, wo ich bin. Und zwar wieder auf dem Flur, ne? Genau. Bringt mir das irgendwas? Ja gut, ich muss nicht mehr durch diesen Müllraum laufen, um hierher zu kommen. Ich sag euch, ich hasse immer noch alles. So, jetzt versuchen wir noch das Rätsel mit diesem komischen Kackhai zu lösen. Da habe ich alles mitgenommen. Okay, dann können wir eigentlich direkt hier rein. Schon wieder habe ich mein Unterdings mitgenommen. Wie nennt man das, was man unter so Getränke stellt? Man könnte es Untersetzer nennen. Man könnte es auch Bierdeckel nennen, aber ich trinke halt kein Bier. Ist es dann trotzdem ein Bierdeckel? Wenn man... Obwohl... Indirekt schon, ne? Es ist dann immer noch ein Bierdeckel. Lol. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Ach, ich hasse alles. Ich glaube, ich probiere dieses Mal erstmal dieses Ding da mitzunehmen. Okay, das wird so oder so nichts. Mistvieh. Hier muss es doch irgendwas geben, sonst macht das doch überhaupt keinen Sinn. Ah, okay. Auf Wiedersehen, Hai. Versenkt. Er ist hin. Ich hasse alles. Ausnahmslos. Kann ich die zufällig einfach verwenden? Perfekt. Ich muss so oder so nochmal wegen der Schrotflinte kommen, aber...
Habe ich noch irgendwas? Nee, ich kann davon leider, es wird mir halt nichts bringen. Oh. Die Schrotflinte hätte ich schon gern. Die ist wahrscheinlich echt besser als meine, ne? Die sieht so professional aus. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Galerie und hoffen, dass wir da nicht umgebracht werden. Ich glaube, das ist schon Vorteil genug. Erstmal. Bis auf, dass ich 2 Kräuterle verschwendet habe. Geh da doch einfach vorbei, Typ. So. Ach, dieser Scheißhai, ne? Der macht mich immer noch richtig sauer. Also ernsthaft jetzt. Aus der Richtung kam ich, genau. So. Und wieder hoch da. Hoffentlich werden wir jetzt unterwegs nicht noch genervt. Das fände ich nicht so nice. Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder so ein scheiß Rätsel sein wird, wie im Haus letztens. Och, das ist doch nicht wahr. Nein, 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 nein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann warte, ich habe nur noch eine andere Idee. Nein, 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 Typ. Nein, 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 tu das nicht. Vielleicht sollen wir das Insektenspray einfach von der anderen Seite durch das Loch sprühen. Wäre durchaus denkbar. Auf Wiedersehen. Mistviecher, ich sag's euch. Wurde er denn irgendwie verletzt? Nein, oder? Nö, er ist gesund. Perfekt. Hier ist irgendeine Tür mit einem Zahlenschloss. Okay, das wird wieder. Das war. Dazu muss ich mir die anderen, die ganzen Lampen nochmal angucken. Mehr Objekte können Sie nicht tragen. Vielen lieben Dank. Dass ich nicht mehr Objekte tragen kann. Danke für nichts. Ich habe auch nee, ich habe nichts, womit ich das rote Kräuterle kombinieren kann. Ich überlege gerade, die Spinne müsste ja eigentlich noch tot sein, als ich sie gespeichert habe.
Dann könnten wir eigentlich direkt dahin gehen, dann kann ich mir das notieren. Nein, da gehe ich bestimmt nicht lang. Ich bin nicht geisteskrank. So. Jetzt habe ich echt fast 2 Stunden am Stück aufgenommen. Normalerweise nehme ich immer 1 Stunde auf, dann mache ich eine kurze Pause, dann nehme ich wieder 1 Stunde auf. Jetzt habe ich einfach mal 2 Stunden am Stück aufgenommen. Mal gucken, wie das mit dem Schneiden wird. So. Den Bums. Magnum habe ich sowieso nicht. Das mit den Farbbändern, das ärgert mich immer noch richtig. Ich guck gerade mal, habe ich irgendwo einen Stift? Wie das immer quietscht, richtig lustig. Da sind meine Zettel. Genau das hätte ich gerne. Moment. Okay, ich habe einen Zettel gefunden. Wenn ich ihn jetzt noch rausbekomme, wäre das durchaus vorteilhaft. Okay, jetzt habe ich ungefähr 50 rausgezogen. Das passt schon. Habe ich hier zufällig noch... Ja, mit Stift sieht es gerade schlecht aus, aber den kann ich gleich noch suchen. Ich weiß, wo ich noch einen habe. Bitte lass die Spinne noch tot sein. Ich habe keine Lust, die nochmal umzubringen. Okay, sie ist noch tot. Okay. Moment. Aua. Kopfhörer, bitte tut mir nicht weh. Hier ist ein Stift. Perfekt. So. Rot. Ich male mir das Auge dann einfach mal ab. Rot gleich. Komisches Auge. Noch ein Auge rein. Dann den. Ist das noch ein viertes hier? Nein, das ist nur ein Tropfen oder ein Fleck. Und hier nach unten, oder? Sieht ein bisschen so aus. Okay. Okay. Grün. Gleich Auge. Noch ein Auge. Sind da ernsthaft 2 drin? Ich muss gleich mal gucken, ob das oben auch so ist, dass hier noch ein Punkt drin ist. Orange. Nee, hier ist es so, seht ihr? Gleich. Diesen hier, dann diesen da rein. So ein Strich. Und die an der Seite. Okay, das eine schauen wir uns jetzt doch nochmal kurz an. Mehr gibt's hier auch nicht, würde ich sagen. Nee, nach unten muss ich nicht nochmal. Nee, da ist wirklich gar nichts drin. Gut. Aber ich würde auch sagen, ich speichere jetzt noch. Dann habe ich für heute genug aufgenommen. Morgen geht es dann weiter. Das habe ich dann schon direkt erledigt. Dann weiß ich schon direkt, dass ich das morgen benutzen muss. Und genau. Das ist nämlich jetzt auch tatsächlich die letzte Folge für mich heute. Dann habe ich jetzt 2 Stunden aufgenommen. Ganz kurz habe ich dazwischen wieder ein bisschen getrödelt, aber... Jetzt müsste ich 5 Folgen aufgenommen haben, irgendwie so. Das ist auch wieder ordentlich was. Das muss ich heute alles noch schneiden und dann noch GTA und dann noch das andere Projekt. Alles ist furchtbar. Was wollte ich nochmal holen?
Ich wollte was wegbringen, das weiß ich noch. Das heißt, wir speichern erstmal. Und dann habe ich wieder genug Platz, um da den einen Schlüssel mitzunehmen und alles andere auch. So, hier. Gut. Jetzt haben wir noch zwei Farbbänder. RIP. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und, ja. Bis dahin.